Und dann wurde Schiri zum Präsidenten gewählt. Dann war seine Frage, wir haben das auch probiert, ob wir nicht den, was hieß es, glaube ich, sogar kleiner Tor oder ich weiß nicht mehr, also kann man, ob wir nicht den mal zu zweit machen könnten. Also wenn ich keine Zeit hatte, dann war ich nicht. Und das hat sich aber dann beiderseits einverständlich herausgestellt, dass das nicht die optimale Lösung ist. Bin ich zu leise? Ja, ja, ja. Ja. Probier's, Laura. Und dann war also doch die Neigung, in einen Freiwilligenchor zu gehen, recht groß im Haus. Und dann war im Jahre 1979, kam Fritz auf mich zu und sagte, wir haben so viele Anmeldungen, wir könnten mal probieren, zu dem Kammerchor dazu auch noch ein kleines Ensemble zu machen. Das sieht er leider. Haben wir also gemacht, wir haben einen Vorsing gemacht. Da gab es also dieses kleinere Ensemble. Und es war dann meine Aufgabe zu schauen, wie das ein Profil bekommt. Und wir haben damals natürlich ein kleines Ensemble, und damals war das aufführungspraktisch auch durchaus noch legitim, Madrigale in Chorbesetzung gesungen. Ja, also heute ist es eher andere Gruppierungen, die das machen. Aber wir haben also Marenzio gesungen, wir haben englische Madrigale gesungen, etc. etc. Und wir hatten sehr schnell, also ein Zufall, sage ich jetzt mal, einen Auftritt in der akademischen Jahresfeier der TU München. Und damals war Peter von Siemens, also Siemens sagt dann was, welcher Siemens, ich unbedingt wichtig. Also jedenfalls der Peter Siemens kam auf mich zu und sagte, ach, das hat mir unglaublich gut gefallen. Wir haben im Sommer in der Olympiahalle die Weltenergiekonferenz und da bräuchte ich genau sowas, ja, auf der Bühne, und da machen wir da mit der Deutschen Grammophon, das ist ja alles vernetzt gewesen, machen wir in der Deutschen Grammophon eine Erinnerungsschallplatte, und das war so unser ganz neues drauf, Camarenzio, Leggiadre Lin, Debussy, also wir haben dann auch Chansons in dem Bereich gesungen, also Debussy, Ravel, also Debussy Chansons ist drauf, dann ist drauf Ligeti, Nacht und Morgen, eins von beiden, ich weiß nicht mehr welches. Ich glaube noch Orf ohne Entramo und noch so eine Nummer. Ich sehe Nicken. Die Erinnerung ist da, das war also toll aufgemacht. Ne? Also damals war ja keine CDs, es war ein Play und allem und dran. Ich habe noch zwei zu Hause gehabt oder drei. Und das war eigentlich der Moment, wo der Chor nach außen hin schon mal als Madrigalchor einen Namen bekommen hat. Und das Jahr drauf, und es war auch irgendwo mit Zufall verbunden, war die erste Konzertreise nach Palestrina, das antike Praeneste in der Nähe von Rom. Und als ein weiterer Zufall, wir haben noch wieder kurz andiskutiert, konnten wir da in einem Seminar der Salesianer, San Pastore, ist das irgendwo so in der Ebene da, ja, konnten wir wohnen. Und also da gibt es natürlich jetzt, da fange ich lieber nicht an. Jedenfalls war das ein Moment, was den Chor menschlich unheimlich zusammengebracht hat. Und es sind auch, ich weiß nicht, welche da sind, von damals, und wir haben unter anderem in einem Konzert in dieser schönen, sehr schönen Kirche in Palestrina zwei Programmpunkte gehabt, die sehr gut zusammenpassen. Das Stabat Mater von Penderecki und fünf bayerische Gesänge mit Dreigesang. Mit dem Dreigesang, also weil er da ist, dann ist das nicht mal Handzeichen. Aufstehen. Das waren drei Geschwister, die zufälligerweise auch Schülerinnen meiner Frau im Gymnasium in Germering waren. Also das hat sich alles irgendwo so, ja. Und dieser Dreiklang hat nicht nur da in der Kirche gesungen, auch immer so am Ende des Abends, beziehungsweise das war dann schon der Beginn des frühen Morgens, wo wir dann so also irgendwie da zu Rande gekommen sind. Es war ja dann auch so, dass der H.
hatten 5 Konzerte und 4 davon waren in irgendwelchen Ortschaften, wo die Römer im Sommer ihren Urlaub verbringen. Monte Porzio Catone war eines, ja? Also, bald. Es war hinter den Türen. Und aus dieser Erfahrung haben wir dann die Probenwochen eingeführt. Das ist das gleiche Element, ne? Das sagt, ach, wir sind zusammen, wir sind weg vom Unterricht. Das war von Anfang an meine Devise, der Chor muss was anderes sein als 2 Stunden Unterricht. Auch wenn um 9:55 noch einer mit dem Cello reinkommt und sagt, was haben wir jetzt? Ich habe da Cello-Sonate gespielt. Aha, Mendelssohn. Und das hat eigentlich funktioniert und auf dieser Basis ist dann das alles gewachsen, die 20 Vorreisenden meiner Zeit. Ich war ja dann halt noch die Jüngeren viel weiter weg, als wir uns in jedem Traut hätten. Also das Weiteste war bei uns dann doch Odessa, was auch schon mit vielen, ich habe es ja immer gesehen, mit vielen Erinnerungen verbunden ist. Und das andere war Israel. Da war vielleicht das Bewegendste, wir waren engagiert mit einem israelischen Orchester und einem persischen Dirigenten, Bruckner F. Mollmesse zu singen. Wir haben uns auch ein bisschen aufgestockt und dann mit 60 Leuten hingefahren. Es war nicht laut genug da eigentlich. Da haben die dann etwas verstärkt. Der Dirigent war eigentlich. Wir hatten ein Konzert in Jerusalem und wir hatten 2 Konzerte in Tel Aviv. Und wir haben dann eine Reise ins Land gemacht, haben eine Nacht in einem Kibbutz gewohnt. Das war damals, glaube ich, für alle eine ganz spezielle Erfahrung, wie es da also zugeht. Und wir hatten ein Konzert in Nazareth und haben den in Aktuell 1 diesen Satz Shalom Aleichem gesungen. Ja. Und als deutscher Chor in Israel mit so einem Stück, also es hat eine Stimmung gemacht, kann man sich nicht vorstellen, was man erlebt hat. So viele Leute sind weinend, ist zugenommen. Das weiß ich nicht. Ja, insgesamt die ganze Reise. Also jedenfalls war das sehr bewegend und gehört zu den bewegendsten Erfahrungen, die ich in dem Chor auch gemacht habe. Und aus dieser Wurzel heraus, die ich gerade da erinnert habe, ist das entstanden, was wir jetzt vor uns haben. Und das ist schon. Ich habe übrigens durfte ich für dieses Programm einen kleinen Artikel schreiben und habe das auch in 3 Sätzen da dargelegt, diesen Genesungsschiss, weil es wird immer wieder gefragt, ja, da sind Materialien und so und so. Das habe ich jetzt erst versucht, kurz aufzuzeigen. Ja, dann sind wir.